Hi Leute, AC Player hier und das ist die dritte Folge von Crash Team Racing. Wir sind in dem dritten Gebiet, Gletscher Park, und fangen mit Blizzard Bluff an, wo wir den Pokal jetzt gewinnen werden. Und ja, und in dieser Folge werden wir diesen Gletscher Park hier hoffentlich schaffen. Noch nicht zu 100%, weil wir müssen ja noch, wie heißt's, die Münzen und Relikte noch gewinnen. So, und schon sind wir wieder auf dem ersten Platz gleich am Anfang. Hier gibt es auch eine, eine Abkürzung. Nämlich da, aber das schaffe ich jetzt nicht. Naja, gut. Nichts passiert. Wir werden die Abkürzung gleich schaffen. Wer traut sich das? So, Turbo, das kann uns behilflich sein. Lass ich es mal noch. So, jawohl, jetzt haben wir Super Turbo. Also obwohl dieses Spiel nicht lang ist, macht es schon trotzdem richtig Spaß, vor allem mit anderen zu spielen. So, da ist diese Abkürzung. Ihr könnt gerne auf die Map schauen, wo das genau ist. So. Letzte Runde. Es macht riesen Spaß, hier zu zweit oder zu viert zu spielen. So, jetzt werde ich nicht riskieren, diese Abkürzung, weil die ist schon ein bisschen knifflig. So, und da ist ja schon gleich Finish. Ich würde nur meine Nitro-Kiste nicht, dass sie da selber reinfahre. So, und schon haben wir das erste Level hier gewonnen. Das erste Rennen haben wir gewonnen. Jetzt schauen wir mal, was uns sich diesmal öffnet. Glückwunsch! Du gewinnst eine Trophäe! Dankeschön! So, vorhin des Weges da. Da ist schon etwas offen und das ist Drachenminen. Hier gibt es auch eine Abkürzung, aber dazu brauchen wir etwas Glück und etwas, was uns mal ein bisschen mal so ein Turbo Boost wäre nicht schlecht, deswegen ich warte mal kurz, dass ich irgendwo am Ende bin, dass ich jetzt mal eine Maske bekomme oder ebenso ein Turbo Boost. Das Komische ist, wenn ich Erster bin, werde ich zum Beispiel Maske nie bekommen. Zum Beispiel diese Abkürzung. Ich zeig's euch gleich. Schon wieder Bombe. Kriegt nur Raketen oder Bomben. So, jetzt habe ich den Turbo. Obwohl, vielleicht bräuchten wir den gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, das war jetzt böse. So, hier rein. Eben, das ist das Risiko. Ja, muss man schon Gummi geben.
Deswegen, ich benutze zum Beispiel hier auf in diesem Level, benutze ich sehr ungern diese Abkürzung. Aber jetzt habe ich eine Maske. Das könnte jetzt zum Beispiel ein bisschen... Ey, das gibt's doch nicht! Ne, wir machen jetzt mal so. Wir wollen ja hier das Rennen gewinnen. Werden wir jetzt auch tun hier. So, Platz Nummer 1, jawohl. Ich habe versucht wegen dem wegen der Abkürzung, aber irgendwie hatte ich nicht die passende Waffe dazu und dann eben bei der dritten Runde habe ich gemerkt, jetzt müsste ich mal doch ein bisschen schneller sein. Und dann habe ich auf diese Abkürzung verzichtet. Allerdings, ihr wisst jetzt, wo sie ist. Also von dem her. Glückwunsch! Alles Roger. Wir gewinnen eine Trophäe und jetzt müssen wir, glaube ich, in die andere Richtung. Komodo Joe. Ja, jetzt müssen wir hier und dann nach links. Hier ist ein Level und das ist Polar Pass. Ja, ein... Also mir gefällt dieses Level. Ich spiele das gerne hier. Eins meiner Lieblingslevel. So, Polarpass, Preisrennen. So, hier gibt es auch eine kleine Abkürzung. Die bringt jetzt allerdings nicht so wahnsinnig viel. Da wäre ich jetzt runtergeflogen fast. So, und diese Abkürzung ist hier. Sonst müsste ich das da drum herum fahren. So wie die das jetzt alle tun. Was dieses Level schon angeht, war das schon mit einer Abkürzung. So. Nicht, dass ich in der nächsten Runde, wenn keiner da reinfährt, dass ich da selber da reinfahre. Ihr seht ja, wie ich hier manche Strecken hier überschneide. So, eigentlich ist es gar nicht so schwer, man muss nur drüber springen, man muss im richtigen Moment R1 drücken, damit man springt. Gäbe es hier noch zwei zusätzlich so Runden, dann vermute ich, dass ich die noch mal alle überholt hätte. Jetzt kann ich eigentlich auch gemütlich fahren. Jetzt brauche ich nicht mehr so ganz schnell sein. Wow. Habe gesagt, da fahre ich nur selber rein. Da wird bestimmt irgendjemand reinfahren. Also hier, wenn jemand verfolgt, wie die anderen fahren, die interessantesten Plätze sind hier ab Platz Nummer 2 bis 8, weil auf dem ersten Platz, da wird sich halt nichts ändern.
Gott, ich habe das früher so oft gespielt. Ich habe nur Crash Team Racing früher gespielt. Eine lange, lange Zeit. So, und das war's hier zu diesem Level. Fürs Erste. Time Trials werden hier auch so keine große Herausforderung sein oder dürften nicht. So, jetzt gehen wir hier. Kleine Arena. Ich finde diese Übersetzungen irgendwie so komisch. Genauso wie Tiny, kleiner Tiger. Aber das ist eigentlich so Tinys Arena. Und erstmal habe ich dieses Level ganz am Anfang habe ich es gehasst. Ich habe es so gehasst, weil es lang ist, weil es nicht so einfach ist. Ja, es ist einfach nicht meins. Allerdings irgendwann mit der Zeit habe ich angefangen, das Level zu mögen. Ja, und dann gibt es zum Beispiel hier in diesem Spiel gibt es ja im Hauptmenü gibt es ja die verschiedenen Modi. Und eins davon ist ja Time Trial. Und da kann man erstmal spielt man aber ohne Kisten, ohne gar nichts, nur unser Kündenzelt. Da kann man, wenn man eine Strecke schnell genug fährt, dann wird sich Entropy freischalten. Und dann kann man gegen den Geist von Entropy spielen. Und wenn zum Beispiel man diesen Geist auf jeder Strecke besiegt, in dem Time Trial Modus, dann wird er verfügbar sein. Also man wird ihn auswählen können, wenn man zum Beispiel gegen andere spielt. Wenn man den Entropy besiegt, dann kann man gegen Oxide spielen. Und auch gegen seinen Geist. So. Und wenn man den besiegt, dann kriegt man neben dem. Oh. Akku ist leer gleich. Wenn man den besiegt, dann kriegt man ein goldenes Sternchen und zum Beispiel Tiny. Dieses Level hier, Tiny Arena, sage ich immer. War so ein Level, was ich anfangs gehasst habe, aber war das erste Level, wo ich den Oxide hier besiegt habe. Also es war schon spaßig. So, Tiny auf seiner Arena ist nur auf dem dritten Platz, habe eher auf dem zweiten gehofft, aber naja, anscheinend ja nicht. So, ihr seht ja eine Runde. 1 Minute 17. Wir sind ja hier fast 4 Minuten. So, und jetzt ist das die letzte Runde hier. Wir haben schon ein wenig Vorsprung. So, jetzt ist Tiny auf dem zweiten Platz. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich da, wo ich gegen Oxide gekämpft habe oder hier gefahren bin, ich weiß gar nicht, wie schnell ich für eine Runde gebraucht habe. Aber es ist machbar auf jeden Fall, wenn man gegen so einen Gegner fährt auf so einer Strecke, wo es keine Abkürzungen gibt zum Beispiel. Da findet man schon irgendwie dann durch mehrmaliges Versagen findet man schon irgendwie einen Weg, wie man hier die Kurven schneiden kann am besten, wie man hier am besten wann und wie man am besten hier beschleunigen kann und so weiter. Und hier seht ihr zum Beispiel, jetzt habe ich 1 Minute 13 gebraucht.
nur. So fast 4 Minuten haben wir jetzt gebraucht für dieses Level. Müsst ihr euch mal überlegen, wenn wir für Pokal die Münzen und Time Trial spielen, das sind 4 Minuten mal 3, das sind 12 Minuten, wo wir hier verbringen. So, du hast alle anderen Fahrer auf dieser Bahn geschlagen. Nun siehst du, warum man mich den gefürchtesten Fahrer dieser Rennen nennt. Ich ganz allein verdiene das Recht, Oxy zu schlagen, indem ich dich zu Staub zermahle. Los geht's. Also, dann los geht's. Mach mal den Komodo Joe hier fertig. Wo sein fetter Bruder gerade ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich sitzt er irgendwo in der Mine und schaut zu. So, was wird der Gute hier für Waffen auf uns schießen, das weiß ich jetzt nicht. Werden wir gleich sehen. Oh, der schmeißt TNT. Und die explodieren gleich. Ripperu hätte die noch hinterlassen. Und Nitro auch noch. Ripperu hätte die hinterlassen, einfach liegen gelassen. Und der schmeißt hier. Getroffen. Da muss man beeilen. Hier ist ein bisschen enger wie in den anderen Levels, wo wir gespielt haben gegen Bossgegner. Nein! Nein! So, da habe ich dich. Kommt die letzte Runde. Also für die, die es nicht glauben können, man kann so einen Bosskampf auch gewinnen, ohne hier diesen Dauerturbo zu machen wie ich. Das habe ich, als ich das erste Mal dieses Spiel gespielt habe, das habe ich auch machen müssen. So, und da haben wir den Komodo Joe. Ist irgendwo hängen geblieben. Ja, gar nicht aufgefallen. So, erledigt. Der Typi. Komodo Joe besiegt. Jetzt spielen wir gleich noch diese eine Runde, wo wir die Kristalle sammeln. Wie auch sonst schon gewohnt. So, Komodo Joe am Weinen, der Arme. Du bist doch nicht so langsam. Hast mich überrascht. Hier ein Schlüssel für deinen Sieg. Trotzdem glaube ich, dass du nicht schnell genug bist, Oxy zu schlagen. Wir werden unseren Planeten verlieren. Und es wird deine Schuld sein. Ja, jetzt auf einmal wird es meine Schuld sein. So, Steinstraße. Ja klar, von wem soll es die Schuld sein? Natürlich von mir. Also diese Motivation hätte ich auch gerne. So, 20 Kristalle, 1 Minute 20. Fahren wir erstmal hier oben drumherum. Wow. Und Nitro-Kisten. Überall, also aufpassen. Wow. Na, nichts passiert. Nur ein bisschen Zeit verloren. Also ich glaube, das waren jetzt alle erstmal hier drumherum. Nein!
Ich habe noch halbe Minute. Boah, das wird jetzt knapp. Wenn es überhaupt klappt. 18 Sekunden. Schnell, 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 komm. Es wird doch nicht klappen. Neustart, machen wir gleich. Probieren wir es nochmal. Na gut, von mir aus. Nein! Muss man schon aufpassen. Nein, ich habe den einen nicht ge... Ah! Ja gut, jetzt probieren wir es einfach. Ah, Mann, jetzt habe ich zu viele. Jetzt habe ich zwei verpasst. Das kann nicht passieren. Sowas kann nicht passieren. So. Wird hier jetzt knapp. Muss ich da reinfahren? Ich glaube, das waren jetzt alle hier. Ja, gut, komm. Halbe Minute. Oh Mann, jetzt komm. Vier noch. Eins, zwei, drei. Ich sehe sie alle. So, jetzt noch eins, noch eins, noch eins. Und der ist da oben. Bam. Boah, geschafft. Huh. Bei wie viel dem Versuch? Der dritte? War das der dritte jetzt? Ich glaube, es war der dritte. So. Jetzt muss ich mal überlegen, wo müssen wir jetzt hin? Da. Es sind drei Schlüssel erforderlich. So, dann gehen wir zu einem Gebiet, das aussieht wie ein Schloss, Zitadellenstadt. So, und hier ist das erste Level, das wir spielen werden. Und das ist Engine Labor. Machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao!